eigentlich nur mal kurz bei dir vorbeischauen. Ja, ich habe gehört, von der Becky gibt es gleich nachher noch mehr Action. Genau. So, genau. Ich weiß nicht, wann genau, so zwischen 45 noch, und ja, 60 so Minuten kann das noch. 16 Uhr, glaube ich, haben wir gesagt. 16 Uhr. Da gibt es dann nämlich ein paar kleine Interviews von der Becky. Wir haben ja heute eben das Tomb Raider Event hier und wir haben auch einige Gäste hier. Ah. Und die haben auch sicher etwas zu erzählen, weil die spielen auch schon den ganzen Tag Tomb Raider. Also die machen nichts anderes hier außer essen und spielen. Ja, so muss es sein. Und da denke ich mir, ja, werde ich mich mal ein bisschen daneben setzen und schauen, was sie so zu sagen haben und was ihnen gut gefällt oder was ihnen vielleicht auch nicht gefällt. Vielleicht gibt es irgendwas. Ich bin ja so begeistert wieder von Laras Haaren, wie schön durch die Gegend wallen. Ja. Von dem her, ja. Gut, dann möchte ich dich auch gar nicht mehr aufhalten. Ja, wir sehen dich später. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Erkunde brav weiterhin und ich meine 100%, du bist ja ein richtiger Streber. Da muss ich ja richtig aufholen. Ich sehe schon, es wird so ein Nvidia-Battle. Also meinst du, wer mehr fertig ist? Und wer eher fertig ist, ja. Ja, das machen wir so. Das machen wir. Genau. Gut, du kommst vorbei, wenn es losgeht passt. Und wir sehen uns später, genau. Schauen wir mal, was wir noch so schaffen heute. Ciao, ciao. Ja, das Trinken vergisst man da schon mal, aber ich nicht, weil ich rede mit dem Mund fusselig. Die sitzen da drüben und sind ruhig und genießen ihr Spiel. Jetzt mal, höre ich da was jaulen? Ich höre doch da was jaulen. Irgendwie klingt das so, als würde da irgendwas jaulen. So, schauen wir mal. Dürfen wir hier noch so? Ach, guck mal. Wo wir gerade drüber gesprochen haben, das mit den Ressourcen sammeln. Ganz wichtig, deswegen nochmal ganz kurz dieses Umgebungsfeature angemacht. Und mal eben schnell geschaut. Hast du alles gefunden, was du brauchst? Ja, ich will dich nicht stören, spiel weiter. Ja, ich spiele auch weiter. Ich dachte, ich introduce ihn auch mal heute zum ersten Mal den Oh, da steht jemand. Sollte man vielleicht dann doch erstmal hingucken, oder? Mit Objekten ablenken. Okay, sowas geht natürlich auch wieder. Das heißt, ich könnte das auch wieder mit Pfeilen machen. Das ging im letzten Teil auch schon. Crazy son of a bitch. Rushing three armed men with an axe. I don't know how they managed to take one of them alive. I think I heard something. I'll take a look. So, der geht jetzt nämlich gucken. Ich kann mir den schnappen. Ich hoffe, dass da... Ich hoffe, dass da nicht noch einer ist und dann geht's ab. Macht er mir meinen Chat weg? Was ist hier los? Macht er mir einfach meinen Chat weg. So. Da hört ihr das? Das klingt doch nicht gesund. Also, was für ein Jaulen der Wauzi, der schon wieder ist. So, ich hab da drüben auch noch gesehen. Ach, guck mal. Oh, da darf ich nicht rauf. Mist, ich wollte mir eigentlich gerade die Eier da schnappen. Ich darf da wirklich nicht rauf. Hier, war doch hier. Ah, da war so ein Baum. So. Können wir da vielleicht drauf? Oder was sagt denn die Karte? Ich sollte vielleicht erstmal wieder ranzoomen, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Da müssen wir wohl eher nicht drauf. Dann folgen wir einfach der Story. Es sei denn, ich finde da unten noch ein Geheimnis. Das wäre natürlich top. So, hier wieder die weiße Markierung, dann geht's da immer hoch. Ja, du, wenn das ein ganzes Lager von denen ist, dann wird das hier kein Sommerurlaub. Kriechen. Das werden nicht wenige sein, oder? 1, 2, 3, 4. Oh oh. Kann ich da rauf, ohne dass sie mich sehen? Also. Oh nee. Wir müssen endweit. Becky meinte gerade, man muss hier kämpfen. Ob das jetzt natürlich, ob wir das wirklich müssen, das sei jetzt mal dahingestellt. Weiß nicht, ob ich die direkt ablenken soll. So, aber hier, komm. Ich glaube, wir wollen jetzt eh einfach mal ein bisschen kämpfen, oder?
Englische Ahnen haben wir freigespielt. Das waren, würde ich sagen, die drei perfektesten Kopftreffer, die man hätte landen können, oder? Alles sneaky, keiner hat was gecheckt. Like a fucking boss. Oh mein Gott. So, Kampfinstinkt. Übrigens, das Ding zeigt Feinde mit Sichtungen rot an und Feinde ohne Sichtkontakt gelb. Ah, so ist das also. Das bedeutet rot und gelb. Ja, ich... Alle tot. Doch, da oben ist noch einer. Oh, schaffen wir den? Schaffen wir den? Kriegen wir den hin? Na, der bleibt hier nicht... Na, warte. Na, ich muss mal gucken, wo der stehen bleibt. Vielleicht bleibt er irgendwo mal kurz stehen. Aber immer hinter der Wand. Ja, das ist clever. Muss ich einen perfekten Schuss landen. Oh, ne, warte, tut er doch nicht. Ah, er bewegt sich sofort wieder. Schaffen wir den perfekten Schuss? Oder gehen wir auf Nummer sicher? Und gehen ein bisschen mehr nach da. Ja, wir gehen auf... Jetzt hat er mir wieder meinen Chat weggemacht. Oder wir machen das einfach perfekt. Geil oder was? Hammer. So. Ich sehe hier keinen Feind mehr. Das heißt, ich... Warte mal. Looten können wir aber, glaube ich, trotzdem noch. Also, habe irgendein Achievement bekommen. Ich gehe mal davon aus, innerhalb von 10 Sekunden oder 5 Sekunden drei verschiedene Feinde... Ja, 10 wahrscheinlich eher. Drei Feinde töten. Denn das war ziemlich saftig lecker gerade mit den Headshots. Ja, wo ich die aber auch überall erwischt habe, ey. Oh, Goldbarren bekommen. Nice. Ja, ja, Aimbot. Anstatt, dass man einfach mal sagt, dass der andere Skills hat. So, kommen die ganzen Hacker. Ich hab den gar nicht gesehen. Hauptsache, hier steht einfach irgendeiner. Wir machen das aber auch einfach so böse. So unfassbar böse. Ja, da kommt gleich eine Phase, wo man ein bisschen kämpft, sagt die Becky. Ich sage, die wissen gar nicht, dass ich da bin. Geil. Was ist das hier? Können wir hier irgendwas Lustiges machen? Ich glaube nicht. Lara kennt sich mit PCs nicht so aus. So, Pfeile brauchen wir gar nicht. Warum eigentlich nicht? Wir haben doch ein paar verschossen. So. I know I've taken some jobs of questionable legality and I know you're not happy about it. But I couldn't pass up this contract. Been trying to get work with Trinity for years. They're discreet, the pay is obscene, and they always have opportunities. Now here I am, and I already want out. We're at an abandoned Soviet installation in the middle of nowhere. No one's telling us low-level contractors what's going on, but I think I might be helping some seriously scary people get a nuke or something equally awful. Honestly, that's the best-case scenario. Ping me back if you get this. Carved out a secure channel on the network. For an operation like this, you'd think they'd have better security, but I guess that's why they hired me. Ich sehe, also diese Trinity-Leute, die weihen wohl ihre Leute nicht komplett ein, weil auch Leute, die von Trinity gehört haben und die geil finden, ja, geile Bezahlung, die sind diskret, es gibt immer irgendwie einen Job, sagen sie, es ist geil für die zu arbeiten. Aber, ganz wichtig, die erzählen denen halt dann doch irgendwie nicht alles und so gibt es auch einfach dann mal den übelsten Kackjob. Wie jetzt zum Beispiel, wo der Typ hier in dieser Sowjetanlage arbeitet und schlichtweg mitten im Nichts und keiner sagt irgendwie wirklich, was zu tun ist oder was abgeht. Das ist natürlich dann schwach. Aber wer arbeitet auch für die? Furchtbare Menschen scheinbar. Oh, was haben wir denn hier? Guck mal, das kann ich angucken. Ah, Wandmalerei wieder, oder? Ja, gut. Da habt ihr auch unser Russisch wird dadurch besser. Jetzt macht er mir meinen Chat schon wieder weg. Ich raste gleich aus, wenn der Luki nochmal kommt. Kann er damit mal aufhören? Ich will sehen, was ihr schreibt. Mann! So. Steht hier noch irgendjemand, weil ich ja gerade eben schon irgendwie einige übersehen habe. Nicht, dass es relevant wäre scheinbar, aber man kann ja mal fragen.
Anyone? Dann hol ich mir mal diese geile Kiste hier. Halbautomatische Pistole, Teil 2 von 4. Wenn ich noch 2 weitere Teile habe, dann kann ich endlich die Pistole ausrüsten. Nicht, dass ich das tun würde, weil der Bogen einfach die geilste Waffe überhaupt ist. So, gehen wir mal rauf hier an diesem Leiterstück. Muss aber gleich mal gucken, ob da oben nicht noch irgendwie einer steht. Ich befürchte fast nicht, weil wer sollte da schon hin... Wer sollte da schon hinklettern, wa? Oh, darüber müssen wir. Befürchte fast, das ist nämlich eine scheiß Idee. So. Ja, das sieht gut aus. Habe ich von hier aus Übersicht, wo noch wer ist? Falls hier überhaupt noch wer ist? Wenn dem nicht so ist, dann gehen wir mal rein da. Der Nuki hostet den Stream jetzt. Ja, das bringt mir nichts, wenn ich den Chat nicht lese. Ah, der Nuki, ey. So, was ich in echt nehmen würde, Bogen oder Armbrust? Schwierig. Bogen ist in Spielen halt recht geil, aber in echt scheiße anstrengend. Ich weiß nicht, wie lange ich da mit Bogen zurechtkäme. Wahrscheinlich aus der Bequemlichkeit Armbrust, aber normalerweise würde ich mich für Bogen entscheiden. Müssen wir sowas hier nicht anzünden oder so? Kann ich da auf das Feuer da? Oh. Natürlich nicht über das, über die Laterne. Sondern natürlich so. Das macht natürlich schon deutlich mehr Sinn, wa? So, haben die das jetzt gerafft, was ich hier gemacht habe? Okay, das scheint die ja überhaupt nicht gejuckt zu haben, dass sie das hier irgendwie... Vielleicht müssen wir keine Teile mehr finden. Was? Das haben die mich jetzt gesehen. Meint ihr, ich soll durch das Glas schießen? Sieht fast aus, als würden die das von mir wollen, oder? Ich glaube, das wollten die so von mir, hä? Ja, dann gib mal Muni. Hey, Kollege! Waffen wechseln. So, ja, wir haben jetzt tatsächlich einen Revolver. Oder, ja, so eine Art Revolver. Können wir also jetzt auch gebrauchen. Sehr hübsch. Hier oben noch irgendwas? Möglicherweise? Nein. Oh, shit. Kommen wir schon zu spät? Ich benötige einen Dietrich. Oh. Das klingt jetzt aber interessant. Okay, ein Dietrich. Wo finden wir jetzt hier einen Dietrich? Wir haben ja hier noch gar nicht alles erkundet. The Red Army is coming. I've been tracking them for weeks, watching as hundreds of men build the